Jo, Freunde, willkommen zu bei Siedler 1 Mission 23. So, es wurde ein Gebäude besetzt. Und ich möchte gleich weitermachen. Ich gehe schon hier oben entlang, aber hier in die Richtung sollte ich mich vielleicht auch irgendwann ein bisschen. Irgendwann ein bisschen absichern. Ich glaube, das werde ich gleich machen. Ich weiß, ich habe kaum Soldaten für so Aktionen, aber ich werde mich erstmal etwas klein halten und werde dann auch gar nicht mehr weiter irgendwie großartig hier rausgehen. Bringt mir auch nichts. Guck mal, was ich für einen beschissenen Weg bauen muss, ey. Einmal hier drum rum. Alter Schwede, ich glaube, ich weiß nicht, wie wir einen haben. Das ist nix. Das ist gar nichts. Dann lieber so. Dann vielleicht gerade noch mal so vorbei. Ah, guck mal hier. Wie so ein V. Da passt es. So, einmal hier absichern, einmal da oben. Einmal hier nach unten absichern. Und dann ist mir eigentlich alles schnitz wie Piepe scheißegal. So, einmal hier noch. Okay, von dort denke ich mal, werden sie sowieso nicht großartig kommen. Aber man kann ja nie wissen. Warte mal, vielleicht hier noch. So, das sind jetzt halt so Projekte, die laufen jetzt erstmal eine Weile. In die Richtung sind wir eigentlich ziemlich gut so. Wir werden ziemlich klein gehalten. Und das wird auch wahrscheinlich so bleiben vorerst. Deswegen werde ich hier mein Feld bauen. Brauchen wir sowieso später. Das ist jetzt gebaut. Ja. So, einmal. So, und dann werde ich, einmal eine Bäckerei bauen, die werde ich hier machen. Ne, halt. Die können wir auch weiter drüben bauen, die Bäckerei. Die können wir auch hier machen. Hier. Können verbinden, so. Und dann brauche ich noch eine Mühle und die machen wir hier, ja. So, jetzt läuft natürlich alles da so durch, das wollen wir auch nicht. Guck mal. So, ist gut. Perfekt. So bleibt's erstmal. Schweinefarm und Schlachterei können wir noch später machen. Erstmal so ein bisschen so zwei Nahrungsquellen werden am Anfang reichen. Hoffe ich zumindest. Also, ich bin jetzt mal hier guter Hoffnung, dass es reichen wird. Garantieren tue ich natürlich für gar nichts. Schmelzerei, Waffenschmiede. Ist ein bisschen arg weit weg. Vielleicht werde ich die Waffenschmiede hier runtersetzen. Ja, mache ich auch. Wird das hier wieder eingerissen? So, dann setzen wir nämlich den Weg hier einmal durch. Schmelzerei, Waffenschmiede, Waffen oder gleich ins Lager. Schwuppdiwupp weg. Alles aus einer Hand, kommt von hier oben alles. Goldschmelze, müssen wir gucken, wie wir das machen. Am dümmsten, das wäre natürlich am liebsten, wenn wir... Nein, das ist nicht gut. Die tun wir weg. Mir wäre es am liebsten, wenn wir noch ein großes Goldvorkommen finden würden. Dann könnte ich nämlich auch direkt hier das Gold schmelzen unten. Können wir eigentlich auch mal gleich aufbauen, eine Goldschmelze. So, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir halt nur warten, was die Geologen hier sagen. Können wir mal drei Stück hier rausjagen. Weil jetzt können wir eigentlich nur noch warten, bis sie alles aufgebaut haben. Mehr können wir nämlich jetzt gerade gar nicht machen. Sonst wird es nämlich zu viel hier. Also hier können sie auf jeden Fall schon mal nicht kommen. Ja, ich habe Schiss, dass sie mir irgendwie jetzt zu nahe treten langsam. Weil hier kommen sie schon ziemlich... Die haben noch nichts. Also goldtechnisch haben sie noch gar nichts. Materialtechnisch haben sie auch noch nicht viel. Sie haben... Ich weiß nicht, woher sie jetzt das Eisen haben. Haben wir auch so viel. Nö. Komisch, die holen aus dem Lager voll viel Eisen. Und können das einschmelzen. Ich habe gar nichts. Wobei ich eigentlich keine Angst habe, weil ich werde jetzt dann hier bald anfangen mit Eisen schmelzen. Oh, und das ist natürlich noch natürlich das Wichtigste.
Eine Werkzeugschmiede. Ja. Weil irgendwann wird mir das Werkzeug ausgehen. Ja. Und ich werde es jetzt auch mal ganz normal produzieren lassen. Wenn sie dann mal steht. Ich hoffe, dass wir noch einen Hammer haben. Oh. Ich weiß nicht, mit was er das macht. Vielleicht mit der Säge. Das sehen wir dann. Was er dazu braucht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich so richtig angefangen habe, weil sonst kann ich den Part nämlich alles neu starten. Beziehungsweise das Projekt, also die Mission 23, kann ich sonst neu starten. So, jetzt sollen die mal da oben rumeiern und gucken, was es noch gibt. Oh yeah. So, Holz kommt. Da ist genug da oben. So. Was macht ihr? Ach, da oben ist auch noch ein Projekt. Stimmt. Ein Bauprojekt. Hauptsache ist klar definiert, wo die Grenzen sind. Grenzen abstecken, genau, Margot. Haha, das hast du immer vergessen, ne? Ne, 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 das passiert uns nicht. Wir gucken, dass wir da ziemlich, uns absichern und ein bisschen so nah aneinander das Ganze bauen. Hier können wir eigentlich zwischendurch auch noch eins bauen, eher was Größeres. Jetzt warten wir mal ab, bis wir fertig sind. Bei uns gehen ja auch die Soldaten sonst aus. Wir haben jetzt zwar hier, wir können sie auch nochmal laufen lassen. Was schickst du? Ah, gut. So, da kommen die ganzen Gefreiten. Die müssen alle weg. Die will ich nicht draußen haben. Ist die ja bei mir. Schade, dass wir hier nicht verbinden können. Da ist jetzt das Gebäude im Weg. Die Schmelze. Es wird ja auch nicht bei einer Waffenschmiede bleiben. Es werden noch mehrere kommen. Jetzt sollen sie erstmal das ganze Material hier verteilen. So, hier steht schon alles bereit. Da fehlen jetzt noch die Arbeiter. Geil. Ich habe schon alles, mir fehlen nur Arbeiter. Das Material steht ja zumindest mal. Oh Mann. Wieso findet ihr kein Gold mehr? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich werde jetzt rein mal vom Instinktiv denken her. Ups. Da habe ich gerade einen kleinen Aufstoßer gehabt. Ich werde hier versuchen, Gold abzubauen. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall wird der Weg jetzt hier in die Geschichte eingehen. Genauso wie der hier. Die brauchen wir nicht mehr, die Wege. Einmal weg, einmal weg. So. Okay, passt. Hier zwei Geologen nochmal aufs Land. Hier vielleicht noch einer. Noch mal ein bisschen suchen. So, ich hoffe, dass der Baumknutscher hier nicht mehr was anpflanzt, dass hier genug Platz für Felder ist. So, es ist gerade irgendwie hier Baustopp, ne? Ah, Angel. Sehr schön. Wie viele Pickel haben wir? Einer. Also wir brauchen 1, 2, 3 Pickel. Schon mal, das können wir schon mal produzieren lassen. Hammer, weiß ich jetzt nicht. Brauchen wir das jetzt unbedingt? Ich glaube, wir lassen mal normalisiert, außer eine Angel, das brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Hackebeil. Zange lassen wir mal, das haben wir noch. Säge brauchen wir auch keine. Axt
brauche mal. Glaube ich jetzt gerade auch keine, aber das müssen wir jetzt gucken. Ich glaube, wir haben genügend, ne? Ja, Axthammer. Lass mal gucken, was haben wir denn noch? Also das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr nachproduzieren. So, wie gesagt, Axt brauchen wir jetzt auch nicht. Hammer können wir lassen. Schaufeln können wir jetzt auch erstmal lassen. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und der Rest tun wir mal kurz hochsetzen für kurze Zeit. Wir können auch. Moment, ich mach's anders. Doch. Wickel brauchen wir. Brauchen wir nicht. Okay, so lassen wir's mal. Wenn sie dann steht, wird es dann so produziert. Jetzt sollen wir nur mal Glück haben, dass hier mal die Schmelzerei dann auch gebaut wird. So, ich hoffe, das Spiel weiß, was es tut. Und tut alles richtig einplanen, sonst ist alles für den Arsch gewesen. Ja. Es fehlen überall die Bauarbeiter. Wahnsinn. Okay, hier wird schon mal gearbeitet. Das ist gut. Hier oben kommt Holz. Ist auch schön. Scheiße, dass wir den Weg hier nicht verbunden kriegen, ey. Warte mal, ich glaube, einen können wir noch mal bauen hier. Fall, dass was da hoch muss. Irgendwie ganz dringend oder so. So, da kommen Soldaten. Dann ist wieder irgendwas fertig. Waffen haben keine mehr, wir haben kaum noch Soldaten. Jetzt wird es langsam eng. Aber die Schmelze kommt. So. Wie sieht's aus? Fleißig gearbeitet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier haben wir nochmal, jawohl, wir haben nochmal die Möglichkeit, dass wir ein bisschen Eisen abbauen können. Also Eisen haben wir wie Sand am Meer, so wie es aussieht. Geil! Yes! Eisen haben wir genug. Also da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Kohle gibt es vielleicht hier noch. Da werden wir auf jeden Fall auch noch rausgehen hier. Mal kurz einmal hier ein Fähnchen setzen und Geologen brauchen wir hier ganz dringend. Zumindest mal kriegen wir hier zwei. Das geht. Gebäude besetzt. Sehr schön. Oh, er fängt Fische. Dann kriegen wir unsere Minen auch etwas zu essen. Vorerst. Weil hier unten wird es noch eine Weile gehen, bis da was geht. Kann auch sein, ich reiß hier das nachher wieder ein und werde das woanders hinsetzen. Aber natürlich erst, wenn wir genug produziert haben. So, und dann werde ich ein kurzes Päuschen machen. Weil ich muss nämlich kurz telefonieren. ja, seid mir nicht böse. Wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Part. Bis dahin, schönen Abend noch. Lasst es euch gut gehen. Schaut mal in anderen Let's Plays. Ciao.